Hey, was tut denn her, du? Hi, servus. Was tust du in meinem Garten? Jetzt haben sie mich erwischt. Scheiße. Intensivstes Training halt, nicht? Achso, wie immer halt, oder? Ja. Ah, hab ich gut geschlafen. Ja, blöd. Ah, ich immer denkt, du kommst gar nicht mehr. Okay, sicher. Ich erzähl ein bisschen was von dir. Boah, was soll ich da jetzt erzählen? Ja. Also, mein Name ist einmal Helmut Kain. Komme aus Bad Mitterndorf. Ich bin 26 Jahre alt und wir haben ein nerviges Projekt laufen. Das Projekt selber ist ein bisschen witzig und kann sich eigentlich nicht was darunter vorstellen. Das Projekt geht um einen Kulm und zwar soll ich im Jänner 2009 vom Kulm überspringen durch intensivstes Training bis zum Kulm halten. Ne? Ja. Das aufgeht, ist die andere Frage, aber um das Unmögliche möglich zu machen, gehört einfach hartes Training dazu, wo du mich jetzt halt leider erwischt hast. Nicht? Und was ist da mein Hals jetzt? Da um den Hals? Ja, das ist mein Glücksbringer. Der wird mich so lange begleiten, bis es halt vorbei ist. Das ist ein Zahn von einer Bufffutter. Weil mir ist voriges Jahr im September ein schwerer Unfall passiert. Reptilien habe ich schon von klein auf recht gern gehabt. Und natürlich habe ich auch Schlangen und so daheim gehabt. Es ist immer ein bisschen größer geworden und immer ein bisschen mehr. Und auch nicht nur bei den ungiftigen Primen, sondern auch ein bisschen giftig. Ne? Aber was einen nicht umbringt, macht dann eigentlich nur härter, oder? Ja, okay. Die Freundin habe ich auch eine, die ist auch bissig, nicht? Wie es halt bei den Frauen so ist. Hab vor kurzem ein Kind gekriegt. Eine Tochter namens Leonie. Gut, dass die noch nicht reden kann, weil sonst darf sie mich fragen, ob ich nicht alle habe. Was ich so aufführe, nicht? Jo, aber Kerstin begleitet mich da relativ gut und eigentlich so die Leute, die ich kenne auch und also ich bin überzeugt davon, dass das hinhauen wird. Wir haben ein relativ großes Team, wo es anfängt von Filmleuten bis zu Manager und alles, was so dazugehört. Ob wir gesponsert werden, steht in den Sternen, weil wer greift schon ins offene Feuer? Aber ich hoffe, mit dem Laufe der Zeit, wenn sich das Training ein bisschen fortbildet und naja, einfach so Fortschritte ergeben, dass da auch irgendwas sich ergibt. Ins Trainieren werden wir jetzt dann anfangen. Und zwar auf der 15 Meter Schanze in Rottenmann. Und ich hoffe, dass das relativ gut klappt, dass wir oft relativ schnell auf die größeren Anlagen kommen. Wie gesagt, das Ziel wäre auf der Kulm. Aber das ist ein weiter Weg, da muss man schauen, dass das alles funktioniert. So noch, was kann ich so noch umeinander verzählen eigentlich? Naja, wie jeder bin ich als kleiner Bub genauso lausbar gewesen. Mit dem Öter wird man gescheiter, heißt es immer, oder auch nicht. Aber ich hoffe, dass ich das Beste draus mache. Und auch für einen weiteren Lebensweg. Das sind alles so kurze Abschnitte, so wie ich einmal gleich wieder Schlangenbiss. Das lebt man sich eigentlich in sich selber rein und sowas vergisst man eigentlich nie mehr wieder. Ne? Weil es war halt doch so ein Fall, dass fast schon beim Bergabweg war, als wir beim Bergaufweg. Ne? Und innerhalb von kürzester Zeit, das war im September, jetzt ist Mai, dass das so relativ schnell geht und keine Schäden davon getragen hat, das ist eigentlich eh schon ein Wunder. Ne? Darum sage ich, das nächste Wunder wird der Kulm, das wird wohl auch hinhaben. Ja, so noch
Was kann man noch erzählen? Ich bin schon neugierig auf die ganzen Schanzenanlagen, was sich da in meinem Kopf oft so abspielt. Gut, bei der 15 Meter Schanze glaube ich noch nicht so viel, aber umso höher das dann wären, umso beschissener, wenn man auf Deutsch sagt, wird dann ein sicheres Kopfgefühl werden. Oder der eine oder andere Knochen wird man wieder. Nein, aber sonst eigentlich bin ich da sehr zuversichtlich.